gelaufen, um nachzusehen, wie es mit dem Vielsafttrank aussieht. Ich hoffe, Hermine braucht nicht noch mehr Zutaten. So, ich habe alles schnell Cut gesetzt, weil ich habe zu lange aufgenommen. Und den Anfang von Harrys Gelaber habt ihr leider nicht gehört. Aber unten stand ja der Text, ich habe das vergessen. Okay. Auf jeden Fall hier nochmal ein herzliches Willkommen zu Let's Play Harry Potter. Und, ja, Timer, du darfst noch mal starten. Timer. So. Und am besten öffnen wir jetzt dieses hier. Ach ja, muss ich von oben öffnen. Da können wir jetzt hin und öffnen jetzt hier dieses Geplänkel. Ist doch alles... Nee, jetzt muss ich alles nochmal machen. Willst du mich verarschen? Kaufst du denn? Ich habe mega Power-Rinde. Oh, yes. Nicht nur, wie sie duftet. Du hast das Geschäft deines Lebens verpasst, aber du musst es ja wissen. Ja, ja. So. Jetzt laufen wir hoch und wir wollen jetzt zu Hermine. Das ist ein Slytherin-Mädchen. Die Hände! Verstecke an mehr Verstecke kommen und jetzt von wir haben noch 5 Verstecke von 12. Mann. Jetzt Gryffindor Gemeinschaftsraum. Hoffentlich. Oh, ich habe vorhin nicht richtig zugehört. Wo ist sie wahrscheinlich immer drin? Das ist die Tür zum Gryffindor Gemeinschaftsraum. Überlegen Sie sich gut, wie Sie vorgehen wollen, Mr. Potter. Claudia, er hat gesagt, er will zur Toilette der Maul und Myrte. Jetzt. So. Hier ist ein Speicherbuch und da können wir absichtlich speichern. So. Ja, man, ich glaube, wir können ohne Schlafseele leben. Ich bin auch ein Mädchen, aber so bin ich. Kann ich ja gar nicht hin. Wow, okay, nur dafür bin ich gekommen. Wow, Applaus, Applaus. Ich hab Umwege gemacht. Ich muss zu der Toilette der Maul und Myrte und wir wissen ganz genau, wo die ist. Also los, Harry, begeben wir uns mal dahin. Immer denke ich, hier könnte was versteckt sein, aber hier ist gar nichts, es ist eine unsichtbare Mauer. So, und jetzt hier hoch. Und diese Hexen und Hexen. Ich glaube, die mit... Ja, 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 da waren wir schon. Ja, da waren wir schon. Hallo, Hufflepuff. Was die Viecher hier noch zu verkaufen haben, also die Leute hier, die verkaufen auch manchmal Bildkarten. Bronzene Bildkarte, silberne Bildkarten. Oh, dürfen wir. Und ja, die kaufen wir uns dann auch. Nee, ich hab schon gedacht, es geht in die andere Richtung. Hin, aber es geht da lang. So, und jetzt gehen wir ganz kurz nach unten, bevor wir hingehen. Aber genau, ich glaube, das macht wenig Sinn. Doch, das macht Sinn. Hallo, die Karte. Gespeichert haben wir. Ich freue mich schon auf diesen Zauber. Weil ich mag den Zauber. Oh oh. Oh nein. Nicht noch ein Angriff. Ha.
Potter? Was ist denn hier passiert? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn so gefunden. Mir nach, Potter. Professor, ich schwöre, ich habe das nicht. Das liegt jetzt nicht mehr in meiner Hand, Potter. Durch diese Tür, bitte, Potter. Harry, was hast du getan? Da ist nichts versteckt. War ein guter Versteck, Bella. Potter, Potter, Potter. Hallo, hallo, Ma. So. Das muss Professor Dumbledores Büro sein. Oh, wir gehen da nicht hin. Also dahin gehen wir erstmal nicht. Wir erkunden hier noch einiges. Da unten ist zum Beispiel was. Hier ist auch was. Nintendo! Na, was habe ich gesagt? Alle Aurora! Das öffnen wir mal. Alle Aurora! Ich glaube dann... Oh nein, dann nicht mehr. Nicht zerquetschen. So. Ich glaube, da unten nur noch was und dann war es das. Hallo, da ist ja der alte sprechende Hut. Ich habe mich schon immer gefragt, wo sie ihn aufbewahren. Du fragst dich, ob ich dich ins richtige Haus gesteckt habe? Ja, bei dir war es besonders schwierig. Aber ich bleibe bei dem, was ich schon gesagt habe. Dir wäre es in Slytherin gut ergangen. Oh Gott! Oh nein! So, jetzt gehen wir hin. Der Vogel sieht krank aus. Er ist in Flammen aufgegangen. Guten Abend, Harry. Professor, Ihr Vogel. Ich konnte nichts machen. Er hat einfach Feuer gefangen. Fox ist ein Phönix, Harry. Phönixe gehen in Flammen auf, wenn es an der Zeit für sie ist, zu sterben. Und werden aus der Asche neu geboren. Faszinierende Geschöpfe, diese Phönixe. Sie können unglaubliche Lasten tragen. Phönix-Tränen wohnt eine Heilwirkung inne. Und sie sind außerordentlich treue Haustiere. Professor, ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich es nicht war. Ich weiß, dass du es nicht warst, Harry. Aber ich will trotzdem mit dir reden. Harry, ich muss dich fragen, ob es etwas gibt, was du mir erzählen möchtest. Salazar Slytherin war berühmt dafür, dass er mit Schlangen reden konnte. Was immer es auch sein mag. Nein, es gibt nichts, Professor. Nun gut, wenn du dir sicher bist. Gute Nacht, Harry. Gute Nacht, Professor. Da bist du ja. Du musst zur Toilette der Maulenden Myrte. Hermine wartet auf dich. Ja, wir wissen, dass wir dahin müssen. Gut, wir konnten das nicht gestalten, ne? Ja, da war ich schon. Mir nach, Harry. Wow. Alle Aurora!
zur maulenden Myrte. Flipendo! In einem Mädchenklo fühle ich mich irgendwie gar nicht wohl. Ich wünschte, die Leute würden mich endlich in Frieden lassen. Ich habe auch Gefühle, müsst ihr wissen, obwohl ich tot bin. Sie ist sehr empfindlich, stimmt's? Was stinkt hier so ekelhaft, Hermine? Das wird der Vielsafttrank. Jetzt brauchen wir nur noch eine Zutat, um den Trank fertigzustellen. Wir brauchen noch ein Stückchen von Goll, um den Trank fertigzustellen. Das ist ja ekelhaft. Aber wie finde ich Goll? Um diese Zeit stopft er sich normalerweise in den Kerkern den Bauch voll. Du brauchst nur den herumliegenden Essensresten zu folgen, um dir ein Stückchen von Goll zu besorgen. Bring es mir dann hierher. Viel Glück, Harry. Danke, Ron. Njam. Gut, dass wir die nicht aufsammeln. Da ist Goyle. Ich folge ihm. Wenn er sowas übrig lässt, dann schämt euch. Mir schlecht jetzt. Ich will doch nicht das Essen hier rumliegen lassen. Wir haben noch zwei Galt gemacht. Wieso kriege ich denn nur eins? Okay. Wie viele gibt's hier? Acht Stück? Oh Gott, wie lang ist... Huh! Und wo kamen die denn jetzt? Irgendwie von oben. Da ist ein Spinnennetz, okay. Hier ist gar nichts. Wir haben wie lange jetzt noch Zeit? Eine Minute noch was. Ja, das sage ich. Jetzt machen wir hier einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.